Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 25. Dezember 2017? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Unser Planet Erde bewegt sich im Tierkreiszeichen Krebs. Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Fischen und übergeht dann im Tierkreiszeichen Widder. Die chinesischen Astrologen nennen die beiden Lichter Sonne und Mond als Himmelskaiser, das ist die Sonne, und als Himmelskaiserin, und das ist die Mond. Und die Bewegung, wie sie das beschreiben, märchenhaft, das sind verschiedenen Himmelsrichtungen, verschiedenen Paläste. Der Himmelskaiser, also die Sonne, bewegt sich im Palast des Nordens und bewegt sich frei in diesem Palast. Die Himmelskaiserin wechselt gerade die Himmelsrichtung, wechselt die Palast und übergeht im Palast des Westens, was die Chinesen als weiße Tiger nennen. Und jedes Mal, wenn ein Wechsel kommt, zieht die Energie, also diesmal die Himmelskaiserin, zieht sich in die Mitte zurück. Jeder Palast hat eine Mitte. Und es vermittelt uns die Botschaft, wenn wir im Augenblick etwas Neues machen möchten, dann sollen wir für einen Augenblick zurückziehen, nachdenklich sein, zur Ruhe kommen, weil in Ruhe liegt die Kraft. Oder meditieren, also ein gewisser Rückzug ist empfehlenswert. Sonne in Tierkreiszeichen Steinbock hat einen Einfluss von Oculus. Dieser Stern, Oculus, ist nichts anderes als die Auge des Steinbocks. Und es vermittelt auch eine Botschaft, die Augen offen halten, etwas sehen, etwas klar und deutlich erkennen. Und das passt ganz gut zu der Sonnenenergie, weil das hat auch einen Bezug zu unserem Augen, dem Augenlicht. Mond hat auch Einfluss, erstmal bestrahlt Markab, und dieser Stern Markab befindet sich im Sternbild Pegasus. Und das ist die Sattel diesem Pferdes, weil Pegasus ist nichts anderes als dieser geflügelten Pferd. Und mit diesem geflügelten Pferd ist Andromeda und Perseus davon geflogen. Und das Sattel des Pferdes vermittelt, die Sattel selbst in Hand zu nehmen und selbst lenken. Und dazu brauchen wir auch diese Leichtigkeit, weil dieser Pferd hat Flügel, also kann auch fliegen, und diese Leichtigkeit brauchen wir gerade auch. Der andere Stern, was auch bestrahlt gerade der Mondbewegung, ist Sheat. Und dieser Sheat vermittelt auch eine Botschaft. Etwas, was für uns unangenehm ist, und das zieht sich oder schieben wir vor uns hin, sollen wir endlich mal zum Ende bringen, weil das wäre auch eine Befreiung. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Fischen geboren. In die letzte Zeit haben die Fischen geborenen gelitten. Alte Verletzungen, Gefühlen, Enttäuschungen von Vergangenheit, und bei vielen Fischen geborenen betrifft das die Liebepartnerschaft. Und jetzt kommt die Heilung, eine bessere Liebesenergie und auch die Heilprozess, und es ist sehr erfreulich für die Fischengeborenen, weil endlich können sie loslassen und haben auch mal Glück in die Liebe, Partnerschaft. Eine sehr schöne Energie.
Also Glück in die Liebe. Und das beginnt jetzt. Vielleicht ist es nicht heute, aber in die nächste Zeit erleben, dass die Geschenkgeborenen Glück in die Liebe und kommt eine Heilung bei diesen Gefühlen, Verletzungen, Enttäuschungen von Vergangenheit. Worauf die Geschenkgeborenen achten sollen, die Wertschätzung. Das sollen sie schon verlangen von anderen. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborene sind kleinere Veränderungen, eine kleine Reise oder Besuch oder ändert sich etwas im vertrauten Umgebung. Gute Gespräche sind zum Erwarten. Bewegung kommt auch in die kommenden Tage. In die nächste Zeit wird nicht immer einfach sein in die Liebe Partnerschaft. Größere Veränderungen wird noch gebremst und das spüren sie auch die Wiedergeborenen. Aber ab 2. Januar dreht sich etwas und kommt auch etwas in Bewegung. Da kommen unerwartete Ereignisse, Umbrüche, Veränderungen und es kommt auch in Form. Die Tierkreise zeichnen Stiergeborenen, haben ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, auch in die Liebe, Partnerschaft und es kommt auch in Form sehr schön, sehr gut. Das Haus, Familie, ein Heim, auch diese Ruhe, Zurückziehen in die eigenen vier Wände ist auch ein großes Bedürfnis bei den Stiergeborenen. Es kann auch Veränderungen sein im wohnlichen Bereich oder ein Umzug oder Familiengründung oder Nachwuchs. Die Tierkreise zeichnen Zwillingsgeborenen, fühlen die schöpferische Kraft. Und das setzen sie um, sehr kreativ auch in die Arbeit und damit haben auch Erfolg. Die Mondenergie, das verunsichert ein bisschen momentan die Zwillingsgeborenen, aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Begeisterung und auch die Anerkennung. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen spiegelt etwas das Leben. Thema ist Liebe, Partnerschaft und die Sehnsüchte. Und das haben die Krebsgeborenen. Aber sie haben sich zurückgezogen und warten auf eine Nachricht oder warten, dass jemand auf sie zukommt oder Gefühle zeigt, Offenheit zeigt. Und das ist nicht die richtige Haltung. Die Krebsgeborenen haben mehr Glück, wenn sie entgegenkommen, die Kontakte suchen, Gefühle zeigen, Interesse zeigen. So kommt es in Bewegung und so kommt es auch im Gleichgewicht und wird ein Wunsch wahr. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Themen, auch in die Liebe, Partnerschaft, karmische Begegnungen. Aber bei vielen Löwengeborenen ist nicht nur in die Liebe ändert sich etwas, sondern die haben neue Aufgabe, eine neue Richtung beruflich oder eine neue Umgebung. Und dazu braucht man viel Mut. Das haben sie, die Löwengeborenen, aber sie fühlen sich trotzdem kraftlos zurzeit. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen stabilisiert sich etwas in die Liebe Partnerschaft. Vielleicht nicht heute, aber das ist die Energie in die nächste Zeit. Die Gespräche. Das kann eine unangenehme Nachricht sein, kann auch bedeuten, dass niemand hört gerade zu. Oder die Jungfraugeborenen können andere nicht überzeugen von ihren Meinung. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht, sie warten auf einen Termin oder auf einen Vertrag und das kommt noch nicht. Daran liegen gerade die Einschränkungen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Sie werden wahrgenommen. Sie haben den beruflichen Erfolg und Anerkennung. Eine Reise kann auch eine Bedeutung sein. Diese Reise kann auch die innere Reise sein oder neue Erkenntnisse oder ein Studium. Und da zeigen sich die Wagengeborenen sehr erfolgreich. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommt in die Liebe etwas Positives, das kommt in Form, kommt Bestätigung oder kommt die Stabilität.
Vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit können Sie damit rechnen. Ein Gespräch begeistert auch die Skorpiongeborenen. Und nicht nur in der Liebe haben sie Glück, sondern auch beruflich, weil da bekommen die Skorpiongeborenen Chancen, Anerkennung, Lob, Ansehen. Also sie haben wirklich eine schöne Energie. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verbessert sich etwas in die Tagen und begeistert auch etwas die Schützengeborenen. Sie bekommen jetzt mehr Chancen. Auch in die Liebe, Partnerschaft kommt alles in Form, aber auch beruflich, beruflichen Chancen, weil es ist gerade ein Aufstieg bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen geht jetzt besser, weil sie haben wieder die Kraft, die Stärke und auch die Selbstbewusstsein und die zeigen, was sie können. Worauf die Steinbockgeborenen achten sollen, besonders die Steinbockgeborenen, die Ende Dezember geboren sind, in die erste Dekaden, dass sie ihren Sehnsüchte, Wünsche, Träume auch ernst nehmen und das als Ziel setzen und die Ziele erreichen auch die Steinbockgeborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen kommen von die finanzielle Enge raus. Und das ist eine Art Befreiung auch und es ist erfolgreich und sie haben auch ein tolles Auftreten, eine Anziehungskraft und es wirkt auch auf anderen. Sie werden auch wahrgenommen und bekommen auch gute Ideen, was sie dann auch umsetzen können. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber es besteht immer die Möglichkeit, in die Tiefe zu schauen, für Ihren persönlichen Geburtshoroskop anschauen. Und so bekommen Sie mehr Erkenntnisse, mehr Klarheit. Nicht nur das wichtig, sondern der Alltag ist natürlich auch sehr wichtig, weil das hilft auch ein guter Rat. Ein guter Rat ist immer Gold wert. Und da besteht auch die Möglichkeit, mich zu fragen. Schreiben Sie ein E-Mail, stellen Sie Ihren Fragen und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. Ich nenne diese Art von Beratung auch als Blitzberatung. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Was noch auch wichtig ist. Es besteht alles aus Energie und wir Menschen haben ein Energiefeld. Dieses Energiefeld kommt von uns selbst, von unserem Inneren, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Das ist die Zusammensetzung und das, was wir ausstrahlen und daran liegt unsere Anziehungskraft. Und das, was wir ausstrahlen, das ziehen wir auch an. Andere Menschen haben auch diese Energiefeld, diese Anziehungskraft. Wenn das harmonisiert, dann sind wir in der gleichen Wellenlänge. Und dann empfinden wir Sympathie oder Liebe. Und das ist schön und angenehm, das befreit auch. Es gibt Menschen, die wir nicht riechen können. Da stimmt etwas nicht in die Energiefelder. Das ist nicht in die gleiche Wellenlänge. Also sollen wir aus dem Weg gehen. Aber nicht nur die Menschen haben Energie, sondern auch die Orte und die Räume haben auch eigene Energiefeld. Dann kommt dazu die kosmische Energie, das, was ich täglich vermittle. Es ändert sich Tag zu Tag, Stunde zu Stunde und wirkt auf jede Tierkreiszeichen anderes. Und das in Harmonie bringen, wenn wir das können, dann sind wir wirklich Meister über unserem Leben. Dann leben wir in Harmonie. Und das ist meine Empfehlung, da sollen wir in dieser Richtung auch mal nachdenklich sein oder dafür etwas tun. Und es gibt auch Hilfsmittel, was vermittelt die Energie oder gleicht etwas aus oder harmonisiert etwas.
Es gibt viele Methoden. Das sind Farben und Töne und auch Düfte. Und es ist auch wichtig, da ein bisschen orientieren, weil das hilft auch. Und ich werde in die Zukunft noch mehr in diese Richtung arbeiten und das, was ich werde, auch vermitteln. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.